Servus zusammen, wir haben Monatsende. Wir haben den 31. Mai. Es ist 18.50 Uhr, mea maxima culpa. Ich habe es nicht früher geschafft, ging halt nicht. So, wir haben einen Monat rum und morgen haben wir den Monatsanfang vom Juni. Sollte normalerweise Geld in den Markt kommen. Aber das ist so eine Geschichte, da vertraue ich nicht grundsätzlich drauf. Das hier war Monatsanfang Mai, da haben wir mal heftig verloren. Ich finde viele von diesen alten Dingern, ja, also Sell in May, Go Away und Monatsanfang kommen immer frische Gelder rein. Ich finde, das gilt nicht mehr so, aber das ist meine persönliche Meinung. Wir haben geschlossen bei 15.664 auf Xetra, 17.36 Uhr. Und ihr wisst, ich gucke immer auf eine Sache, das ist der Spread zwischen dem Nasdaq und dem DAX. Die beiden Indizes haben nichts miteinander zu tun. Aber ich habe das immer mal vor allem wieder im letzten Frühjahr und diesem Frühjahr mal wieder bemerkt. Der Nasdaq war 4.000 Punkte unter dem DAX, fast 4.000, 3.800, Schnickschnack, irgendwo da. Ich habe auch da eine Position aufgemacht. Ich war und ich lag schief auf dieser Position am Anfang. Und ich habe die dann irgendwann bei 2.800 mit einem ganz leichten Gewinn zugemacht. Heute steht dieser Unterschied bei 1.460. Nochmal. Die beiden Indizes haben nichts miteinander zu tun, aber es zeigt mir halt, wo spielt die Musik. Und die spielt nun mal in sowas wie Nvidia, in Apple, selbst in Meta Platforms. Ja, die waren bei 100, sogar tiefer, sind die 245 wieder. Mann, oh Mann. Da spielt halt die Musik. Und für mich ist das ein untrügliches Zeichen dafür, wo Gelder abgezogen und wo sie investiert werden. Und da ist momentan Europa nicht so besonders weit vorne. Wenn ich allein so einen Wert sehe wie LVMH, die haben heftigst verloren in den letzten Tagen oder in den letzten zwei Wochen. Die waren bei 900 noch was, jetzt sind sie bei 815. Also das ist jetzt der CAC 40. Also von daher im Moment, heute und jetzt, hat Europa seine Schuldigkeit getan und das Interesse liegt mehr bei den Amis. So wie ich das verstanden habe, gibt es nach wie vor keine Einigung bei den in Amerika. Bei Biden und McCarthy, die beiden sind sich zwar einig, aber anscheinend nimmt keiner den McCarthy so richtig ernst. Tatsächlich habe ich das ein bisschen unterschätzt. Der hatte ja schon Schwierigkeiten, gewählt zu werden, aber ich habe das echt ein bisschen unterschätzt. Und wenn man so die verschiedenen republikanischen Politiker da hört, die hassen den ja und sagen, das geht gar nicht. Also das Ding ist noch nicht vom Tisch. So, dann Krieg in der Ukraine, auf einmal geht es hier um Langstreckenwaffen und. Also es trübt sich ein. Nach wie vor, ich hatte das am Freitag gesagt, ich sage es heute gerne nochmal, sind die Tage, jetzt muss ich nochmal überlegen, wie war das? Das war Juni, der hier ist der Mai, Juni, 14. Juni kommt die Fed, 15. Juni die EZB und dann haben wir am 16. den großen Verfalltermin. Der Juni-Verfalltermin ist mit dem Dezember zusammen meistens der größte, weil da sind die ganzen Dividendenpositionen dann nicht mehr dabei oder kommen raus. Das werden ganz heftige Tage. Da haben wir jetzt also noch ein paar Tage Zeit. Wir haben ja erst den 1. Juni morgen. Aber 14., 15., 16. bitte reservieren, da wird es ein bisschen abgehen. Abgegangen ist der Freund auch heute. Und zwar nach unten. Ihr kennt diese Linie hier, die habe ich seit Wochen, wenn nicht gar Monaten drin. Ich mache es mal ein bisschen größer. Die kommt von ganz hinten, vom Februar. Habe ich diese Linie gezogen, das war die 15.670. Ich nehme die jetzt mal raus, damit ihr seht, was sich dahinter noch alles so verbirgt. Und zwar, da hatte jemand gefragt, wo kann man Unterstützung und Widerstände feststellen? Also das ist eine Methode, ist, dass man die Fibos anzieht vom letzten echten Tief bis zum Hoch, habe ich hier gemacht. Und dann haben wir heute genau, guckt euch das an hier, aber à la point auf das 38,2er aufgesetzt. In Verbindung mit dem unteren Band, in Verbindung mit diesem ganzen Chartgedöne hier, was wir hier haben seit Februar. Ich habe gesagt, es ist kein Punkt, den man ausmachen kann, es ist mehr eine Zone. 15.670 bis 15.625. Da haben wir also genau drauf aufgesetzt. Von der Technik her sind wir über die letzten paar Tage negativ geworden über das MACD, über die traditionelle Sichtweise, aber auch über die moderne. Wir sind, mach es mir ein bisschen hoch,
weiter negativ über den Oszillator. Da ist aber nicht der Hauch einer Stabilisierung. Ich möchte jetzt hier nicht der Augur des ewigen Shorts sein, aber wir haben das obere Band überboten. Wir haben ein neues High Intraday gemacht. Wir waren, glaube ich, sogar, war das ein neues Schlusskursniveau hoch. Wir haben jetzt damit ein Dreifach-Top. Ich hole es mal hier nachher ran. Ja, 1, 2, orientiert euch an dieser Linie hier. 1, 2, 3. Das ist ein fetter Widerstand. Der Markt geht erst weiter, wenn wir die 16.330 überbieten. 336. Erst dann kann man von der positiven Trendfolge sprechen. Aber jetzt schaut euch diese Linie hier nochmal an. Das ist die 38,2er bei 15.625. Wie oft die reingespielt hat. Und wir handeln ja nicht nur gegen Menschen, wir handeln auch und insbesondere gegen Computer. Die haben die alle programmiert. Jetzt sind wir heute Nachmittag oder vielmehr jetzt hier um 18.56 Uhr. Schlusskurs war bei 15.664. Wir sind jetzt ein bisschen höher, 15.695. Wenn diese alte Theorie stimmt, Monatsanfang kommen neue Gelder rein, Sparpläne und so weiter, dann können wir das hier, das untere Band, das Tief von heute, beziehungsweise das 38er, können wir als Sprungbrett benutzen, um nochmal hochzugehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein neues All-Time-High machen, halte ich für gering. Ich habe mich ziemlich rausgelehnt. Da habe ich auch ein paar sehr böse Mails bekommen bei NTV, in dem ich gesagt habe, ich glaube, wir gehen irgendwann zwischen Mai und Juni nochmal auf ein neues All-Time-High. Die Shorts müssen raus. Das war hier. Und dann fallen wir. Ich habe 14.800 genannt. Ich bin sogar bereit, das nochmal um Tausender zu reduzieren auf 13.800 mit Sicht auf September. Ich habe schon die Mai-Sparpläne von mir, Anfang Mai, annulliert. Habe ich nicht mehr gemacht. Und ich habe auch, die jetzt im Juni mache ich auch nicht, Juli mache ich auch nicht, September mache ich auch nicht. Ich fange frühestens ab Oktober wieder an. Ich gehe davon aus, dass wir es hier unten irgendwo kriegen. Ich bleibe nicht nur skeptisch, ich bleibe negativ. Mir gefällt das hier überhaupt nicht, was wir hier machen. Ja, wir können mit dem Monatsanfang und mit der Unterstützung durch das untere Band, den Tiefkurs und das 38er Retracement, können wir hier nochmal locker hochgehen. Hier auf diesem Bereich sogar 16.100. Ich hatte gehofft, dass wir wenigstens mit dieser Bewegung hier dieses Gap hier schließen. Das ist vom 23.05., das war bei 16.152, noch nicht mal das haben wir geschafft. Der Höchstkurs war bei 16.079,70. Das heißt, die Insel, das Island Reversal, das Bearish Island Reversal besteht weiterhin. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Und dann sacken wir jetzt hier ab auf das untere Band. Außer der Tatsache, dass wir eventuell das Low hier benutzen können in Verbindung mit dem unteren Band und in Verbindung mit diesem 38,2er, habe ich keinen Grund zur Annahme, dass wir hier irgendwie auch nur ansatzweise an das neue oder an das alte All-Time High gehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, eine Korrektur bis zu 15.950, da ist momentan die 20-Tage-Linie, 15.947, aber mehr gebe ich dem Freund überhaupt nicht. Ich bleibe hier nach wie vor sehr skeptisch. Ich musste auch die Scheine ändern. Und das habe ich gemacht. Den hier habe ich drin gelassen. Das ist der 15.230er jetzt. Der hat einen 32er Hebel. 15.230, da sind wir hier. Da unten drunter. Möglich. Es gibt hier Unterstützung durch die Gaps, die wir hier gerissen haben. Die gibt es. Hat jetzt schon sehr hohen Hebel. Sehr hoch. 32, ja. Die muss ich drin lassen. Dann habe ich einen, der oben drüber stand, runtergenommen, und zwar auf 14.923. Das ist ein 20er Hebel. 14.923, da sind wir hier. Das wird sogar noch unter dem 61er Retracement von, ich lasse das mal oben drin, dieser Bewegung hier. Ich habe diesen Put drin gelassen, das ist der 16.720er, weil es gibt immer Leute, die sagen, nee, mach mal einen nur mit 10er oder 15er Hebel, habe ich drin gelassen, 15er Hebel, 16.720, sind wir also hier ganz hier oben am Bildrand. Habe aber einen neu dazugenommen, ich habe einen, der drüber war, über 14.000, über 17.000 runtergenommen auf 16.408, das ist im Moment ein 21er Hebel, KF0S3V, 16.408, da sind wir ungefähr hier.
Also grundsätzlich muss ich sagen, ich finde es sehr enttäuschend, was der Markt macht, dass der nicht irgendwie die Volatilität nimmt. Auf der anderen Seite kann ich verstehen, dass sich Gelder jetzt hier aus Europa zurückziehen und mehr ins Amiland gehen. KI, AI, nennt es wie ihr wollt, ja. Da hat Europa, ganz Europa, nicht allzu viel mit zu tun. Das geht völlig an uns vorbei im Sinne von Produktion, also Chips, Software, Cloud, wie auch immer. Vielleicht ist da ein bisschen SAP dabei, vielleicht ist da ein bisschen Infineon dabei, aber das war's auch. Mir fallen die Einzelwerte momentan sehr, sehr schwer. Ich nehme mal sowas raus wie Deutsche Lufthansa. Fing an mit 9,18 heute, runter 9,04, hoch auf 9,20, runter auf 9,08, hoch auf 9,30 und sind momentan bei 9,13. Ich kann die momentan nicht wirklich greifen. Also da sind manche Bewegungen dabei, die halte ich für zufallsorientiert. Ich bin klitzeklitzeklitzeklein, habe die Sparpläne annulliert, storniert. Ich glaube, ich kriege das deutlich günstiger wieder. Ich mag den Markt nicht. Das sage ich ganz offen. Ich mag ihn nicht. Ich kann mir vorstellen, nach wie vor, dass wir die 200-Tage-Linie irgendwo sehen. Ob wir sie hier sehen oder da sehen oder noch ein bisschen hinter, weiß ich nicht. Aber für mich ist der Markt, und das ist der gleiche Spruch, den ich neulich hatte, eher abgesungen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.